Doof. Das Pionier habe ich alle nach Westen gezogen. Ja, egal. Okay, das finde ich jetzt schräg. Okay, Pioniere können echt gar nichts gegen Infanterie. Das ist sehr viel anders. Das ist sehr viel anders als noch bei Panzergeneral. Warum kann denn der jetzt nicht angreifen? Und mir fehlt auch ehrlich gesagt die Taste, noch die Einheit wieder zurücknehmen, falls der Zug unsinnig war. Aber ich verstehe es halt echt nicht. Ich verstehe nicht, dass ich Einheiten auffrischen kann direkt neben Feinden. Der Panzer da jetzt halt angreifen konnte. Eine X-Akte. Zu anderem Einheitentyp aufwerten? Zu was denn? Für den Lee habe ich nicht genug Punkte. Also es ist sehr viel schwieriger. Ein feindliches Schiff zu vernichten. Als bei Panzergeneral. Ah ja. Also das ist unglaublich. Dass ich, dass Pioniere nicht in der Lage sind, Fallschirmjägerplatz zu walzen. Warum der scheiß Panzer nicht angreifen kann, ist mir auch absolut unbegreiflich. Zumal ich hier nirgendwo eine Anzeige habe, der sagen würde, er hat keine Munition mehr. Check ich nicht.
unglaublich. Also die US Infanterie ist das Schlechteste, was wir jetzt erlebt haben. Die Pioniere waren noch schlechter, das gebe ich zu. Warum die jetzt auch nicht kämpfen kann, verstehe ich auch nicht. Warum die Artillerie jetzt dann nicht geschossen hat? Die sollen einfach bloß hier den Übergang halten. Wenn sie sonst nichts können, die Amis, aber massive seegestützte Artillerieunterstützung, das kriegen sie hin. Ich weiß es nicht, warum der Stuart plötzlich ein Pazifist ist. Na also, geh doch. Oh, stimmt. Guter Hinweis. Ja, die sollen da aber bleiben.
Ja, aber das ist okay. Bist du denn jetzt hängen geblieben? Sehr schön, hat sich schön verschanzt. Das finde ich auch schön, dass sie das hier so optisch zeigen mit den Sandsäcken. Ja, komm, egal. Was? Was ist los? Wieso Sieg? Was? Wieso Sieg? Ich habe nicht gesiegt. Ich habe noch gar nicht alle platt gemacht. Ach so, ich habe das Primäre erobert. Ja, egal. Egal. Ich denke, wir haben, was die Tutorial-Kampagne angeht, haben wir eh genug gesehen. Nein, das interessiert mich alles gar nicht. So. Raus hier. Ich will endlich Deutsche spielen. Wie komme ich hier raus? Menü. Ja, völlig irrelevant. Marineinfanterie, die können doch alle nix. Haben wir doch gerade gesehen. Ohne ihre Schiffsunterstützung können die Amis nicht nur einem im Level aufschlagen. Wir müssen endlich vernünftige Einheiten spielen. Deutsche Einheiten. Wenn ich das richtig sehe, sind das drei Kampagnen. Die schauen wir uns mal an. Wir fangen mal an mit der Kriegsmarine. Wobei, ich glaube, ich setze einen Cut. Weiß nicht genau, wie lange ich jetzt gespielt habe bei den Amis. Das ist etwas, warum... Also, ich liebe rundenbasierte Strategiespiele. Ich verliere immer das Zeitgefühl dabei. Ich habe keinen Schirm, wie lange ich gespielt habe. Es hat mich direkt gefesselt, obwohl diese Amerikaner nach meiner Lage sind, ein Haus mit Butter zu bestreichen, ohne Artillerieunterstützung. Egal, völlig irrelevant. Ich setze einen schnellen Cut, wir kommen gleich wieder und dann fangen wir an, richtige Einheiten zu kommandieren. Vernünftige Truppen, keine pazifistischen Panzer. Friedenspanzer. Können die Ärzte für mich was drüber singen? Waren es die Hosen? Nee, ich glaube die Ärzte. Ja, auch wieder egal. Bis gleich.